Der Erzbischof von Riga hat den wunderschönen Namen Zbigniew Stankiewicz. Habe ich das richtig gesagt? Herr Erzbischof, einen Applaus bekommen Sie natürlich. Mein Deutsch ist sehr einfach. Gut. Ich bin, deutsche Sprache ist nicht meine erste Sprache. Ich glaube, wir wären alle froh, wenn wir Ihre Sprache als zweite Sprache so gut sprechen könnten, wie Sie Deutsch sprechen. Deutsche Sprache ist meine sechste Sprache. Und so. Wenn Sie die anderen noch besser sprechen, dann ja. Sind Sie ein Überflieger. Fünf andere, ja. Ja, okay. Wie sind Sie in die Esoterikfalle geraten? Wie kamen Sie zu Yogi? Ich habe gedacht, Christentum ist nur für alte Frauen und keine Wahrheit im Christentum. Und ich habe besucht überall in Sport. Ich war ein Sportler, danach Karate, ich praktiziere Karate, ein bisschen Business. Ich habe Computerwissenschaft studiert. Ingenieur waren Sie? Ingenieur, ja. Und ja, Karate und danach Yoga. Und ich habe Yoga hat mir gesprochen, Glücklichkeit und Einheit mit Gott. Und durch Yoga bin ich zum Glauben zurückgekommen. Und ich habe verstanden, ja, mein Ziel ist eins mit dem Gott sein. Aber durch diese Praktik, vielleicht drei Jahre, habe ich gesehen, nein, ich bin fern von Gott. Und diese Versprechen, ja. Waren nicht erfüllt. Und das heißt, Sie sind nicht glücklich geworden. Ja, Yoga hat gesagt, du wirst glücklich. Ja, ich war nicht glücklich. Nicht wirklich glücklich. Ja, und ich bin in eine Krise eingetreten. Und in diesem Moment habe ich eine Gruppe, ökumenische Gruppe von Christen getroffen. Und sie haben mir gesagt, vielleicht du brauchst Christus. Christus kann dein Guru sein. Ich habe Guru besuchen. Gurus kennengelernt. Ich habe diesen Wunsch gehabt, ich brauche einen Guru. Mhm. Aber ich habe diesen Guru nicht getroffen. Und sie haben mir gesagt, Christus kann dein Guru sein. Und ich habe gedacht, vielleicht du hast recht. Und ich habe eingeladen Christus in meinem Herz. Und ich habe zusammen mit diesen Christen ökumenische Rosenkranz gebetet und zum Gottesdienst in unterschiedenen Kirchen gegangen. Und zwei Monate später habe ich diesen Wunsch gehabt, ich brauche eine Beichte. Und ich bin zurückgegangen zur Beichte. Ich habe eine Pause gehabt, vielleicht 12 Jahre, meine Beichte, ja. Und ich habe eine gute Beichte abgelegt. Ja, abgelegt. Und ich habe eine Friede in meinem Herz gehabt. Und jetzt dieser Beichtvater ist ein Bischof in einer anderen Diözese, als ich schon Erzbischof war. Nunzius hat gesagt, wir brauchen einen Bischof für eine andere Diözese. Und ich habe diesen Rat gegeben. Vielleicht kann ein Bischof sein. So. Und aus Ihnen ist auch ein Bischof geworden, ein Erzbischof der Hauptstadt sogar. Ja. Also man kann auch über Umwege ins Zentrum der Wahrheit kommen. Ja, und jetzt diese meine Praktik von Yoga, von Karate, als ein Ingenieur war und Sportler, ich habe das sehr gut benutzt. Ich habe viele Interviews gegeben für unterschiedliche Zeitungen,
Zeitschriften und Kanäle, Programme, und sie hören sehr gern meine. No, ich kann mitteilen, ich kann teilen. Sie wissen, wovon Sie reden. Ja, ich kann reden. Ja, ich weiß. Ich von meiner Erfahrung. Ja, und Erfahrung ist sehr wichtig. Was würden Sie den Menschen, die jetzt zuhören, zu sehen, sagen, Yoga ist doch nicht so schlimm. Was würden Sie denen sagen? Worauf muss man achten? No, Yoga, wir brauchen diese Unterscheidung des Geistes machen. Yoga als physische Praktik, das ist nicht schlecht. Zum Beispiel, ich habe meine Freunde in Indien besucht und Priester. Und sie haben mir gesagt, oh, wir haben Yoga und Karate im Priesterseminar. Aber Yoga mit Mantra, mit diesen Namen von hinduistischen Göttern, das ist nicht kompatibel mit Christentum. Und danach auch Weltanschauung. Weltanschauung, als das ist kompatibel mit christlicher Theologie und christlicher Anthropologie, dann das ist okay. Aber als das ist etwas anderes, das geht nicht. Wir brauchen ein bisschen Unterscheidung. Der Erzbischof von Riga, wir grüßen herzlich nach Lettland. Wir sind froh, Sie hier gehabt zu haben. Ganz herzlichen Dank. Wir begleiten Sie mit einem herzlichen Applaus. Und bei der Gelegenheit will ich noch mal sagen, all die Menschen, die hier in dieser Glaubenskundgebung auftreten, haben alle großen Grund, Dank zu sagen an Kirche in Not. Denn das Geld, was Sie dahin spenden, kommt dort an, wo Sie dann solche wunderbaren Menschen erleben, wie den Erzbischof von Riga. Ah, vielen Dank. Und Sie haben mich eine Ausnahme gemacht. Ich war 47 Jahre alt, aber ich eine Stipendium von Kirche in Not bekommen. Und ich habe in Rom studiert mit Stipendium aus Kirche in Not. Und so. Vielen Dank. Danke.